Erstmal, was die Dauer angeht. Also wir haben noch nie so eine harte Situation erlebt wie heutzutage mit der Dauer. Und das kommt dadurch, dass man gesehen hat, dass hier Alhamdulillah viele Muslime zu Allah zurückgekehrt sind, dass viele Menschen den Islam angenommen haben. Jetzt versucht man, uns das Leben schwer zu machen. Und Allahu a'lam, und nur Allah weiß, welche Schwierigkeiten wir haben. Aber Alhamdulillah, das ist Allahs, das ist die Sunna. Die Propheten mussten alle leiden. Zakaria wurde durchgesägt. Alle Propheten mussten leiden. Die sind gespottet worden. Man hat gegen sie gekämpft. Man hat sie der Lüge bezichtigt. Man hat sie gequält. Ist normal. Und die Menschen, die Dauer machen, die folgen den Weg der Propheten. Und natürlich, man sieht sie hier in Europa als Sündenbock. Das heißt, das sind die Menschen, die geköpft werden müssen, damit die Dauer nicht weitergeht. Aber Alhamdulillah, Wallahi, sie können uns köpfen. Wir machen weiter. Und wir haben unsere Seele für Allah abgegeben und für diese Dauer abgegeben. Und wir machen es weiter und koste es, was es wolle. Aber ich wollte euch nur unterrichten, informieren, damit ihr auch, inshallah, diese Verantwortung bewusst seid. Der Islam wird richtig bekämpft hier in Europa. Man will nicht euch hier in den Moscheen sehen. Man möchte euch nur in den Diskos sehen. Wallahi, das ist die Tatsache. Man will keine Muslime hier sehen, die den Islam praktizieren. Man will nur eure Muslime haben, integrierte Muslime, damit sie die Menschen in die Irre schicken. Und damit sie sagen, du brauchst den Islam nicht anzunehmen, guck mal, das sind die Muslime. Ja? Und subhanallah, ich habe gestern eine Aufnahme bekommen, Videoaufnahme, von Weihnachtsgröße auf ein Plakat hier in Deutschland von einer großen islamischen Organisation. Ja? Wir wünschen frohe Weihnachten. Stellt euch vor, der Prophet Muhammad a.s. wird jetzt auferweckt und der wird das sehen. Ist das nicht ein Verrat für den Islam? Wallahi, das ist ein Verrat für den Islam. Und das ist ein Verrat für alle Muslime hier in Deutschland. Und das ist ein Verrat und ein Messer in das Herz von jedem wahren Muslim hier in Deutschland. Und das ist der Grund, warum wir als radikal Extremisten und Terroristen und Hassprediger bezeichnet werden. Weil die Leute uns mit diesen Versager vergleichen, die ihre Religion verkauft haben und nur Euro-Islam durchführen. Frohe Weihnachten. Ja? Du siehst, dass die Menschen in die Hölle kommen und du sagst ihnen, MashaAllah, macht weiter so. Ja? Wo ist die Barmherzigkeit? Wo ist die Barmherzigkeit? Allah sagt zum Prophet Muhammad a.s. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ. Allah hat den Prophet Muhammad a.s. und jeder von euch, als Barmherzigkeit hier in diesem Land entsandt. Wir sind Vertreter von Prophet Muhammad a.s. Du kommst hier, um die Menschen in die Erde zu schicken, frohe Weihnachten,
Ja, dann fragen die Leute sich, ja, warum sollen wir eigentlich den Islam annehmen? Wenn man uns gratuliert, das heißt, wir sind richtig. Das ist ein Verbrechen gegenüber dem Islam. Und ihr seht, das ist was, was die Kuffar wollen. Sie wollen, dass man sie anlügt. Sie leben in einer Lüge und sie akzeptieren die Lüge und sie wollen keine Wahrheit. Wir reden nicht von den Menschen, die sowieso nur Lügen akzeptieren und respektieren. Wir reden von der Allgemeinheit, von den vielen Menschen, die warten, auf die Wahrheit von deinem Mund zu hören, dass du ihnen sagst, beschäftige dich mit dem Islam. Islam ist die einzige wahre Religion des allmächtigen Gottes. Ich mache mir Sorgen um dich. Wallahi, wenn du stirbst ohne Islam, gehst du für alle Ewigkeit in die Hölle. Ja? Nicht frohe Weihnachten und nicht guten Rutsch. Du siehst, dass die Menschen in die Hölle kommen. Wo ist die Barmherzigkeit? Glaubt ihr, dass diese Menschen respektiert werden? Man hat diese Menschen so weit gebracht, dass sie nur Euro-Islam praktizieren und schmeicheln. Ja? Sie werden von den Muslimen verachtet werden und sie werden von den Kuffar verachtet werden. Und das ist, subhanallah, was Allah im Koran sagt. Die wollen, dass du anfängst zu schmeicheln, damit sie auch schmeicheln. Ja? Und damit sie aus dem Islam Euro-Islam machen. Mit Euro-Islam kommt man nur in die Hölle. Und das ist, was die Kuffar wollen. Allah sagt im Koran, لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. Ja, Muslim, wach auf. Mit dir werden weder die Juden noch die Christen zufrieden werden. Und die werden immer gegen dich kämpfen. Bis du Kafir wirst. Deshalb muss ihr aufpassen. Die Dawa in Deutschland ist die Aufgabe von jedem von euch. Denkt nicht, dass ihr unfähig seid, Dawa zu machen. Dawa zu machen, wallahi, das ist die einfachste Aufgabe überhaupt. Sag Bismillah und Allah wird dir die Kraft geben. Sag Bismillah und Allah wird dir die Ideen geben. Aber du musst ehrlich zu Allah sein. Und das Beste, was man macht, ist Koranübersetzung verteilen. Verteile keine Bücher. Du weißt gar nicht, wer diese Bücher geschrieben hat. Du weißt gar nicht, welche Fehler in diesen Büchern gibt. Aber sei immer auf der sicheren Seite. Das ist Allahs Buch. Es gibt Übersetzungsfehler drin, aber trotzdem, dann bist du auf der sicheren Seite. Und derjenige, der durch den Koran nicht Muslim wird, der ist hoffnungslos. Der ist hoffnungslos. Wenn er durch Allahs Worte nicht den Islam annimmt, dann hilft ihm kein Dawa mehr. Bitte keine anderen Bücher verteilen. Du weißt gar nicht, wer diese Bücher geschrieben hat. Du weißt gar nicht, welche Fehler in diesen Büchern gibt. Am besten nur Koranübersetzung. Jeder von uns soll ein Ziel vor den Augen haben. Heute diese Straße komplett. Kauf 50, 60, 70, 100 Koranübersetzungen. Die kosten 3 Euro. Das Stück kostet 3 Euro. Verteile an die Nachbarn. Wenn einer dadurch Muslim wird, ist besser für dich, als ob du die ganze Erde und alles, was drauf gibt, in die Hand hättest. Und vielleicht ist das der Grund, dass du ins Paradies kommst. Und schöner gibt es nicht, als zu hören, dass jemand durch dich, Alhamdulillah, den Islam angenommen hat. Das steigert dein Iman. Ja? Das steigert dein Iman. Wallahi, das ist das Beste überhaupt, was du erleben kannst. Wenn jemand sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Schöner im Leben gibt es nicht, als diesen Wort oder als diesen Satz zu hören. Und das kann
der Grund sein, warum du uns später inshallah ins Paradies geführt wirst. Verlasst euch nicht auf bestimmte Personen. Es kann sein, dass wir bald alle ins Gefängnis gesteckt werden. Also macht euch gefasst. Also ich bereite mich fast jede Nacht vor. Wallahi. Sogar meine Frau macht das Haus immer sauber nachts und sagt, vielleicht kommt Razzia morgen. Wir rechnen mit allem. Aber die Dauer muss laufen. Die Dauer muss weiter. Und ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. Und das ist jetzt kein Vergleich. Ist kein Vergleich, aber die Geschichte lehrt uns. Als der Prophet ﷺ gestorben ist, die Sahaba waren alle schockiert. Alle. Sogar Umar ibn al-Khattab sagte, wer sagt, dass der Prophet getötet oder gestorben ist, ich werde ihn köpfen. Er konnte es nicht glauben. Er wollte es nicht mal hören. Und Abu Bakr ist aufgestanden und gesagt, wer den Prophet Muhammad a.s. angebetet hat, der Prophet ist tot. Aber wer Allah angebetet hat, Allah ist lebendig. Ja? Und der hat die Aufgabe in die Hand genommen. Die Dauer ist die Aufgabe von jedem von euch. Und mehr brauche ich euch nicht zu sagen. Jetzt fangen wir mit, das ist ein sehr schönes Buch, Kitab al-Kabair, die größten Sünden, die wir vermeiden müssen. Und ich werde nur vier Stück nehmen, damit Bruder Abu Abdullah inshallah jetzt sofort anfängt. Die größte Sünde überhaupt und die größte Unverschämtheit gegenüber Allah ist Schirk, die Beigesellung. Die Beigesellung ist nicht nur eine Sünde. Die Beigesellung ist die größte Unverschämtheit überhaupt gegenüber Allah. Und das ist die Sünde und die Unverschämtheit, die Allah nicht vergibt, wenn jemand dabei stirbt. Das ist die Undankbarkeit gegenüber Allah. Allah versorgt und die Leute bedanken sich bei Jesus. Allah versorgt und die Leute bedanken sich bei Maria. Allah versorgt und die Leute bedanken sich beim Papst. Ja? Das ist die Unverschämtheit überhaupt. Allah versorgt und einige Leute gehen zu einem Scheich und bedanken sich bei ihm. Ja? Das ist nicht nur eine Sünde, das ist die größte Unverschämtheit überhaupt gegenüber Allah. Und Allah sagt über seinen Propheten, damit ihr dieses Ausmaß dieser Sünde kennt, Allah sagt über seinen Propheten, hätten sie Allah beigesellt, wären alle ihre Taten zunichte. Das sind die Propheten. Wir haben nicht mal die Stufe von einem Finger eines Propheten erreicht. Das sind die besten Menschen, die je gelebt haben, die Tag und Nacht im Einsatz waren für Allah und für diese Religion. Lies mal die Geschichten der Propheten. Nuh alayhi salam, 950 Jahre lang hat er nur gepredigt. Nehmt den Islam an. Ich wünsche nur das Beste für euch. Nimmt den Islam an. 950 Jahre lang. Und Allah sagt über Nuh und über Muhammad a.s. und über Abraham und Moses, Jesus, alle Propheten, hätten sie Allah beigesellt, wäre alle ihre Taten, diese 950 Jahre lang, Tag und Nacht, zunichte.
Das heißt, du kannst beten, du kannst fasten, du kannst spenden, du kannst 100 Moscheen aufbauen. Wenn du diese Sünde machst, alle deine guten Taten werden dadurch gelöscht und haben keinen Wert bei Allah. Deshalb viele Leute fragen, es gibt so viele Christen, die gute Taten verrichten. Kommen sie auch in die Hölle? Natürlich kommen sie auch in die Hölle. Ihre Taten sind zunichte bei Allah, weil sie Allah beigesellen. Und sie können so viele gute Taten verrichten, Tag und Nacht. Das wird alles nicht zählen bei Allah. Allah redet über die Propheten. Hätten sie Allah beigesellt, wäre all ihre Taten zunichte. Ihre Gebete zunichte, ihre Fasten zunichte, ihre Dauer zunichte, ihre Spende zunichte, ihre Dschihad zunichte. Ihr Kampf, ihre Opferung, alles, was sie gemacht haben, nichts, Komma nichts. Deshalb sollte jeder von uns wissen, was Schirk bedeutet. Aber natürlich, es gibt viele Leute, die übertreiben auch. Die übertreiben, was Schirk angeht. Wir reden hier von Schirk al-Akbar. Ja? Zwei. Töten. Dass du einen Muslim tötest. Das ist von den großen Sünden überhaupt. Wie viele Muslime werden jeden Tag getötet in den islamischen Ländern? Wie viele? Nummer drei, Zauberei. Ihr wisst, dass ein Zauberer Zauberer sein kann, nur wenn er Kafir wird. Er muss erstmal Kufr begehen, damit die Shayatin, die Djinn mit ihm zusammenarbeiten. Das ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung, dass die Shayatin, die Djinn mit ihm zusammenarbeiten, der muss Kafir werden. Nummer vier. Nicht beten. Die Gebete vernachlässigen und überhaupt nicht beten. Das zählt zu den großen Sünden überhaupt. Und leider, wir hören das so oft, fast jeden Tag. Wir kriegen jeden Tag entweder Anrufe oder E-Mails. Was ist, wenn jemand nicht betet? Wallahi, klarer gibt es nicht im Koran. Allah redet über die Menschen am jüngsten Tag, die im Paradies sind. Die Leute, die im Paradies sind, fragen die Höllenbewohner und von den Muslimen, was hat euch in Sakkar gebracht? Sakkar ist eine Stufe in der Hölle. Was ist die Antwort? Wir haben nicht gebetet. Das heißt, derjenige, der nicht betet, der kommt in die Hölle. Und der Prophet Muhammad a.s. sagte, Al-Ahd alladhi baynana wa baynahum tark as-salah. Der Vertrag zwischen uns und denen, also die Kuffar, die Grenze, ist das Gebet. Wer das Gebet unterlässt, ist Kafir. Das sagt der Prophet Muhammad a.s. Also derjenige, der nicht betet, ist kein Muslim. Ja? Wir brauchen nicht zu schmeicheln und wir brauchen nicht Unwahrheiten zu präsentieren. Der soll anfangen, schnellstens zu beten, damit er die Gnade Allahs inshallah bekommt. Und es ist nie zu spät. Sobald man atmen kann, kann man immer Reue begehen und zu Allah zurückkehren und anfangen zu beten. Ja?
Aber natürlich, da liegt auch die Weisheit in der Dauer. Wenn du jemanden siehst, der nicht betet, stempel ihn sofort nicht. Darum geht es nicht. Du musst erstmal mit ihm Dauer machen. Du warst auch so, ich war auch so. Das darfst du nicht vergessen. Wir waren auch ganz weit weg von der Religion. Denk daran und sag Alhamdulillah und fang mit ihm auf eine schöne Art und Weise zu reden. Hier ist die Weisheit gefragt. Ja? Nicht stempeln. Wir sind nicht da, um Leute zu stempeln. Ja? Auf eine schöne Art und Weise mit ihm reden. Und es gibt Prioritäten. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Muslimin siehst, die kein Kopftuch trägt, und du weißt, sie betet nicht, wärst du jetzt mit ihr über Kopftuch oder über Gebet reden? Erstmal das Gebet. Weil wenn sie beten würde, sie wird automatisch Kopftuch tragen. Die Priorität ist das Gebet. Ja. Aber natürlich, wie gesagt, auf eine schöne Art und Weise, dass die Menschen nicht sich verletzt fühlen, er muss sehen. Und das gilt auch für die Deutschen und für die Muslime. Derjenige, der Dawa macht, der muss ehrlich sein. Wenn die Leute sehen, dass du ehrlich bist und dass sie sehen, dass du wirklich das Beste für sie liebst, ja, wallah, sie werden deine Worte annehmen. Und sie werden über deine Worte nachdenken. Und sie werden deine Worte respektieren. Ja? Aber er muss die Wahrheit und die Ehrlichkeit in deinen Augen sehen. Und er muss sehen, dass du wirklich bemüht bist. Dass du es ehrlich meinst. Mein Bruder, ich mache mir Sorgen um dich. Lass uns zur Moschee gehen. Du kannst nicht beten, es ist keine Schande. Ich bringe dir das bei. Ich habe auch damals nicht beten können. Ja? Und bring ihm das Gebet bei. Wenn er anfängt zu beten, jedes Mal, wenn er betet, bekommst du auch die Hasanat dafür. Wenn er fünfmal betet am Tag, bekommst du auch den Lohn fünfmal am Tag für dich. Du sitzt zu Hause. Und du hast jemand das Gebet beigebracht. Du bekommst den Lohn dafür. Er liest Koran, du hast ihm das beigebracht. Für jedes Wort, was er liest, bekommst du auch Hasanat. Klaus oder Peter oder Sabine, die Muslimin oder der Muslim geworden ist, wenn er betet, bekommst du auch den Lohn. Wenn er fastet, bekommst du auch den Lohn. Wenn er pilgert, bekommst du auch den Lohn. Wenn er eine Moschee baut, bekommst du auch den Lohn. Ja? Schaut mal diese Gnade, die Allah uns gegeben hat. Zögert nicht. Dawa ist das Beste, was es überhaupt gibt. Und das ist der Job von den Propheten, von den Menschen, die Allah am meisten liebt. Dawa mit den Muslimen und mit den Nicht-Muslimen. Und mit den Muslimen an der ersten Stelle. Weil derjenige, der den Islam richtig praktiziert, der zu Allah zurückkehrt, der wird inshallah selber Dawa machen. Und viele Leute werden den Islam annehmen durch seine Veränderung inshallah. Also die Priorität ist die Muslime und dann die Nicht-Muslime.